Hallo ihr Lieben, ich stehe heute hier in meiner Küche und wollte was kochen. Nudeln Bolognese wollte ich kochen heute für mich selber. Ich ernähre mich einfach gesund, ich esse viel Salat, ich trinke viel Wasser, Tee trinke ich viel, drum und dran und leidenschaftlich. Auch esse weniger Zucker und seitdem ich weniger Zucker durch, geht es mir auch gut. Ich habe mehr Energie und Gefühl, kräftig zu sein und ein gutes Leben zu haben jetzt. Komm und dran. Ich brate jetzt, liebe Zuschauer. Ich brate gerade das Gehacktes an. Ich habe Zwiebel reingeschnitten und jetzt das Gehacktes reingeschnitten. Das bratet jetzt. Ich höre nebenbei Radio Ostseewelle gerne. Nebenbei ist auch sehr schön. Ostseewelle. Jetzt schneide ich noch Paprika rein. Ich habe noch Paprika übrig. Dann schneide ich Paprika rein. So. Paprika schneide ich dann noch rein. Paprika schneide ich doch rein. Ist auch eine gesunde Gemüseart. Paprika, die halten auch gesund. Sehr gesund, Paprika. In Gemüse, Paprikaschoten gibt's. Paprika-Auflauf gibt's. Alles drum und dran, was man machen kann mit den Paprikern oder in Salat rein oder zu inspizieren an kalte Platten ist das auch gut. Paprika ist das sehr gut. Mal wieder umrühren, damit das nicht anbrennt. So, jetzt muss ich Salz und Pfeffer noch mal ranmachen. So, hier haben wir Salz. Hier ist Salz. So, hier ist Pfeffer. Scharf machen. Wenn man Kinder hat, dann darf man das nicht scharf machen. Ne? So, dann mache ich noch Tomatenmark ran. Dann mache ich mal Tomatenmark hier noch ran. Ne, statt Ketchup ist eigentlich zu süß. Da ist überall Zucker drin. Ne, manche Produkte ist Zucker und das ist auch nicht gut für die Kinder. So viel Zucker, die Zähne werden dann schlecht und alles. Ne. Man muss schon ein bisschen den Kindern gewöhnen dran, weniger Zucker zu nehmen. Ne. Das ist nicht gut. So, wenn sie weniger Zucker haben, mal ein bisschen Zucker können sie auch essen. Das sagt man ja auch nicht. Ne. Aber weniger Zucker, dann hätten sie vielleicht auch mehr Leistung in die Schule und so, alles drum und dran. Ich weiß, es ist schwierig, Kinder zu ernähren und heutzutage. Manche sind sehr arm und die haben nicht viel Geld und alles. Ich verstehe schon, ne?
ist ja auch alles teuer geworden. Ne? Wenn ich auch in den Laden gehe, das war auch ganz schön teuer. Das Obst ist teuer geworden. Das Gemüse ist teuer geworden. Das hebt die Preise ganz schön an. Ne? Mach noch einen kleinen Brühwürfel rein. Ein klein bisschen Wasser. So. Du musst es auch ein bisschen kochen noch. Ein bisschen kochen nebenbei. Ja, mein Hund guckt auch, ob er denn was abfangen kann. Ja, er kriegt ja auch ein bisschen. Ich mache auch ein bisschen in Hundefutter Gemüse rein, sollte man den Hund auch geben. Auch in manchen Hundefutter ist nicht das Richtige drin, ne, was das Tier braucht. Ne? Da sind nicht so viele Schadstoffe drin und alles. Manchmal muss man dem Tier auch ein Ei geben und auch ein bisschen Leinöl ist gut. Ne? Fürs Tier, für den Mensch auch ist Leinöl gut. Öle sind eigentlich sehr gut. Ne? Die helfen den Menschen für die Verdauung und das Immunsystem. Ne? Das muss bei den Menschen auch gut sein. So, jetzt esse ich das Nudelwasser auf. So, ich danke euch, dass ihr vielleicht mal zuschaut nachher. Erstmal das Rezept ist und dann bloß die Nudeln noch, die kochen müssen. Und ich wünsche euch schönen Nachmittag. Bleibt gesund alle. Ich hab euch gerne. Schaut mal wieder rein in meinen Kanal, wenn ihr möchtet und so. Ne? Ja, einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende wünscht euer Martina.